Mick Woll hier. Thomas, freut mich dabei zu sein. Ja, super geil. Ich kenne dich jetzt auch schon ein bisschen und ich kenne auch deinen Vater. Ja. Ihr seid ja eine richtig musikalische Familie irgendwie. Ja. Wir kommen aus dem Saarland. Oh Mann, das auch noch, ne? Mein Vater, der Fritz Woll, kommt aus dem Saarland und der hat angefangen, hat Klavier gespielt und auch nach dem Krieg das erste Geld verdient durch Musik. Mein Vater kam dadurch auch zu Musik, aber wollte Rebell sein und hat dann Gitarre gespielt. Ja, gute Wahl, ne? Ja. Und hat dein Vater dir irgendwie das Ganze schon früh beigebracht oder wie ist das so übertragen worden? Ja, nicht so früh, wenn man jetzt vielleicht denken würde, weil ich war erstmal nicht so viel Musik, wollte erst Fußballer werden. Wow, und, aber dann hat es mich gepackt und dafür dann umso heftiger und stärker. War bei mir übrigens genauso. Genau. Ich wollte zwar kein Fußballer werden, ich wollte Elektroniker werden, ja, aber die Musik hat am Schluss dann auch gesiegt. Zum Glück, weil man sieht ja, was du jetzt hier fabrizierst. Ja, genau, ja, ne? Okay. Ja, geil. Aber sag mal so, dein Vater, der hat es musikalisch schon mit Rock und Blues oder wo kommt der so her? Der kommt eigentlich vom Jazz eher. Okay. Also ich bin früh durch ihn eigentlich mit Wes Montgomery, George Benson, Django Reinhardt und so Kram auch groß geworden eher. Und kam dann eigentlich erst über Umwege zu Stevie Ray Vaughan, Frank Gambada hat mich damals dann an die Tische gekickt. Okay, geil. Und, aber eigentlich eher so aus dem Jazz. Wow. Das hat mich auch immer sehr interessiert. Und mein Vater genauso, der kam auch erst später dann zu CC Top und Rocksachen. Ja, geil. Blues vor allen Dingen. Dein Vater, der spielt ja auch heute noch, übrigens mit dem Keyboarder, mit dem ich auch spiele. Richtig. Die Welt ist klein. Natürlich. Und ich habe den auch schon live gehört, alles ist super. Und was ich halt krass finde, ist, dass ihr zwei irgendwie euer Ding gemacht habt. Und bei dir habe ich halt nur mal mitbekommen, du fliegst irgendwie durch ganz Europa mit der Urban Club Band. Genau, wie man hier sieht. Oh ja, genau. Hast du noch andere Projekte oder was ist denn so, was treibst du so? Also, ich habe früher viele andere Sachen gemacht. Mhm. Tourneegitarrist für Martin Kesici, Jazz Cantina haben wir gespielt, Joanna Zimmer. Typische Sideman-Geschichten, genau. Ne? Ein bisschen Studio hier und da, dann auch in mehreren Bands gespielt. Aber das war mir einfach immer zu blöd, ne? Weil ich wollte irgendwie was Eigenes auf die Beine stellen und auch selbst für mich verantwortlich sein. Ja. Ich wollte das Musikbusiness selbst in der Hand haben. Mhm. Ne? So, und dann ist dann irgendwann die Urban Club Band entstanden. Wir haben zum Glück die Möglichkeit, jeden Donnerstag in Frankfurt im Gibson Club zu spielen, was dann schon, natürlich schon eine Riesenplattform ist. Super, einfach, klar. Ne? Und wenn du sowas hast, und die lassen uns auch ganz wunderbar arbeiten, der Gibson Club, wir können da gute Leute holen. Die sind immer sehr großzügig und haben jetzt auch gerade letzten Donnerstag dann Carl Brasil dabei gehabt von Robbie Williams. Du warst ja auch schon da letztes Jahr. Stimmt, ja. Ja. Und, und mit dieser Band machen wir eben dann viel Club-Cover-Geschichten, spielen dann gute Events auch, aber europaweit. Da ich ja auch dabei war, kann ich sagen, ne, als mal kurz eingesprungen mit dir zusammen, tierische Band. Ne? Also ich meine, man merkt einfach, ihr macht das voll professionell, das heißt super Sänger, also die besten, die man hier in der Region finden kann, nehme ich mal an. Und die ganze Band ist halt total auf dem Punkt. Ne? Freut mich. So, man kann sich da reinsetzen als auf dem angepassten Sattel, ne? Also geht gar nicht besser. Das freut mich sehr zu hören, weil wir arbeiten auch wirklich hart daran. Irgendwie. Das merkt man. Also, und es muss ja auch weitergehen. Man kann ja nicht stehen bleiben, wie gerade wenn du wöchentlich irgendwo spielst. Mit vielen Zuschauern, du musst dich quasi von Woche zu Woche neu erfinden. Irgendwie, das muss frisch bleiben. Es muss frisch bleiben, du brauchst immer neue Leute und musst einfach daran arbeiten, ne, dass es weiterhin interessant bleibt für die Zuschauer. Genau. Was ist jetzt bei dir so gitarrenmäßig, endmäßig am Start? Erstmal Gitarre vielleicht? Ja. Ich sehe da was Strat-typisches. Ja, das ist jetzt ein alter Body, aber refinished. Mhm. Ich glaube, angeblich ein 64er, ob so ist, man weiß es nicht. Okay, ich guck mal genauer. Ja, jetzt müsste man, glaube ich, das Pickup abmachen. Das ist übrigens auch ein altes, ja, ne? Aber geschrumpft. Das sehe ich. Das also den Pickup nehme ich sofort das Alter ab. Den Pickup, genau, ja. Mit dem Buddy müssen wir mal reden. Ja, aber Gucken wir mal in Ruhe. Ja. Ne? Okay. Das ist ein FGN halt. Ich bin auch FGN-Endorser. Okay. Wieder Buddy auch zusammen. Ja. Oder mit Molly zusammen. Ja. Ich spiele auch Nax-Gitarren von Joe Nax. Ah ja, okay. Kommt über die Connection von Peter Wolf. Super. Und davor haben wir PRS gespielt, ja. Auch, genau. Mhm. Ist ja dann nicht weit.
entfernt von, ne? Genau, ein Mann. Max. Genau. Und so kam halt das irgendwie, ja. So, das sind die Gitarren, die ich so spiele. Ich spiele aber auch sehr gerne Magnus Campbell Gitarren. Der hat mir auch zwei schöne Gitarren gemacht und die sind so ein bisschen, ja, kann man so ein bisschen Jazz machen, kann man auch so ein bisschen Rock machen, also so eine eierlegende Wollmilchsau ist auch. Ja, das ist also super. Für mich tut's das. Genau. Und endmäßig, ich habe dich, was sind so deine privaten Klassiker aus der Oldschool-Welt? Aus der Old, also ich bin durch meinen Vater da auch sehr geprägt und das sind eigentlich Twins. Also schön lauter Keys, lauter, stabiler, lauter, oder, genau. Und das ist deine Basis. Das ist meine Basis. Und von dort aus erkundest du das Sound-Universum. Genau. Und dann habe ich ja auch Mesa Boogie-Geschichten gemacht und spiele deswegen auch sehr gerne Lone Star. Der wirklich ein toller, der hat einen ganz super clean Sound. Nur unglaublich schwer, dieses Teil. Aber ein toller Amp und den spiele ich auch seit Jahren. Okay, und irgendwann bist du trotzdem auf dem M1. Weil ich dich gesehen habe. Ich habe dich gesehen vor 2 Jahren, glaube ich, war okay. Das auf der Messe, kann das sein? Ja, als das erste Mal ja, das, da ging's den M1 präsentiert hast, genau. Ja. Und war begeistert. Okay. Ja. Und ja, dann habe ich mir das Ding einfach mal beim Session angehört. Okay. Und habe das Ding mitgenommen in den Gibson Club und gleich direkt bei der Probe mal gespielt. Und ich konnte es kaum glauben. Ich habe dir damals dann, glaube ich, auch ein Foto geschickt. Irgendwie. Ja, genau. Ich erinnere mich. Und habe immer mal B-Vergleich mit meinem Lone Star. Und das, ich dachte, ich konnte es nicht glauben. Der bleibt clean. Ja. Der bleibt clean. Der hat, daran, der das hat, hätte ich niemals gedacht. Ja. Er hat auch eine Menge Headroom, was man der kleinen Kiste schon mal nicht zutraut. Genau. Und was benutzt du jetzt, oder wie benutzt du den Amp? Bist du jetzt quasi von dieser Fender Ideologie geprägt, dass du sagst, ich habe einen clean Ton und mache den Rest über Pedals? Ursprünglich war das so. Ja. Aber umso mehr ich mich damit beschäftigt habe, kam ich auch immer mehr auf den Geschmack, hier so mit dem Classic-Mode zu arbeiten. Ich habe es dann auch schon gehabt, dass dank deines Videos, wie man sich hier Presets legen kann. Ah ja, genau. Ne? Okay. Dass man dann sagt, hier Preset-Mode, ich, Preset-Mode, keine Ahnung, dann lege ich hier noch was drauf und da was drauf. Mhm. Jetzt habe ich es aktuell wieder in dem normalen Mode. Also Clean Overdrive und Clean dann Overdrive, hast du halt Boost halt. Genau. Das kann aber auch sein, dass sich das am Montag wieder ändert. Ist ja okay. Weil ich jetzt auch hier wieder auf der Messe Eindrücke gesammelt habe, auch wie du das spielst und wie der Olli das machen. Ja. Geht mir übrigens genauso. Ne? Man inspiriert sich immer, kommt wieder auf neue Ideen, will probieren und entwickelt sich halt einfach so weiter für sich, für einen selbst. Man hat ja eine Vorstellung und durch jede Auseinandersetzung mit dem Thema aus verschiedenen Winkeln, lass mal das checken und am Schluss machst du dann nochmal deine eigene Suppe, was auch immer es dann ist. Genau. Aber generell, das Ding funktioniert ja auch wunderbar, wenn man erstmal von einer cleanen Basis ausgeht. Und Pedals kombiniert. Pedals davor. Genau. Was sind denn deine Secret Weapons on this Pedalboard? Man sieht, es ist relativ viel drauf auf diesem kleinen Board. Auf meinem auch. Und brauchst dich nicht zu schämen. Ja, und das macht mir übrigens total Spaß, da immer wieder nochmal Platz zu finden. Ich glaube, jetzt ist Feierabend. Wenn man bedenkt, hier war ursprünglich nur mal 2 Pedale drauf. Jetzt sind da drei. Fünf. Oh, fünf. Fünf. Ja. Eins, so, drei, vier, fünf. Ja? I see. Okay, ja, super. Und du siehst, da ist kein Millimeter Platz mehr. Und ich habe da gebohrt, gemacht, gelötet und was weiß ich, zum Leidwesen meiner Frau. Ja, ja. Stunden verbracht mit diesem Board und ich finde das super. Ja. Also nicht nur die M1 allein, sondern einfach auch so diese Pedal-Kultur drumherum. Ja. Dass man sagt, guck mal, wie klein ist denn das Ding? Ja. Und ich kann damit jetzt wunderbar, gerade wenn wir viel im Ausland spielen, europaweit, da nehme ich das Ding mit und gut ist. Genau. Und also ich sehe hier das kleine Hot-Tone-Wawa, dann Harmonist, das heißt, damit machst du die mehrstimmige... Ui, ui. Okay. Eigentlich eher so als Wawa, wie heißt das? Wemmi-Ersatz. Also, genau. Ja. Oder manchmal, es hat auch einen schönen Chorus drin, dann benutze ich das so als Chorus. Ja. Kompressor. Das Teil benutze ich dann, wenn ich zum Beispiel hier im Classic-Mode bin. Ja. Um dann nochmal so einen Mitten-Push zu geben, oder? Genau, richtig. Also kein Gain-Push, sondern einfach so einen Mitten-Push. Mhm. Weil ich teile mir ja mit dem Clean-Kanal und dem Classic-Mode dann eben eine Klangregelung. Genau. Und das bringt dich noch trotzdem nochmal nach vorne. Genau, das bringt dann meinen Classic-Ton. Ich würde beim Classic-Ton jetzt ein bisschen mehr mitten reingeben, aber für den Clean-Ton wäre mir das zu viel. Ja, ist ja legitim. Aber da ich hier erstmal vom Clean ausgehe, ist der Clean an erster Stelle. Der muss stimmen und dann habe ich eben hier durch dieses Teil noch irgendwie so... Mhm. Habe ich auch lange rumgeschraubt, habe jetzt zig Pedale zu Hause und dann wurde es dieses Teil. Naja. Ja? Was macht der Surf hier? Sevier. Tone Freak. Die machen so geile Pedale. Tone Freak machen super Pedale. Okay. Das ist so ein, ich sag mal, ein High-Gainer, irgendwie High-Gain-Pedal irgendwie mit guten Mitten-Nöck.
Genau, den Rest kennen wir. Flashback Echo, Golden Brownie, habe ich selbst die Finger dran. Und, ja. Und Phase 95 ist ja, Eddie Van Halen's. Gibt es den da auch drin? Ja, da gibt es verschiedene. Ja. Kannst du hier drauf drücken, dann hast du Phase 95. 45. Ja, und das Script-Logo oder was weiß ich. Ah ja, so, okay. So. Ja. Und T-Rex, ein schönes Echo. Genau, für die spiele ich ja auch. Und die machen das, also gerade diese Replay-Box gefällt mir sehr, sehr gut. Super geil. Ja. Ja, du, Mick, also das waren jetzt deine Geheimnisse, zumindest was ich erstmal sehen kann. Ja, schöne Sache. Freut mich, dass ihr Spaß habt in der Familie. Mein Vater spielt es ja auch. Ja, unfassbar. Mein Vater spielt es ja auch. Wer hätte das gedacht? Ja gut, dann würde ich mal sagen, auch weiterhin viel Spaß. Werde ich haben. Mit Daddy und Daddy Cool. Richtig.